Bayern München ist deutscher Fußballmeister. Und nicht nur die Männer, nein, auch die Frauen haben es geschafft und haben sich heute mit einem sensationellen 11:1-Sieg, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die 5. deutsche Meisterschaft in Folge gesichert. Für die Männer ist es ja bereits die 11. in Folge und die 33. insgesamt. Viele Zahlen zum Einstieg. Aber ich glaube, das ist wichtig, um einfach nochmal diese Dimension hier zu beschreiben, was hier heute los ist, was hier heute gefeiert wird am Münchner Marienplatz. Und ich kann euch sagen, das wird ein ganz, ganz großes Fußballfest. Die Mannschaft ist nur noch wenige Minuten hier entfernt von der Partykulisse. Der Marienplatz ist voll, München ist da, Bayern wird gefeiert. Und es ist wirklich ein sensationelles Bild von hier oben und wir freuen uns extrem auf das Team. Ich gebe jetzt ab zu meinem Kollegen Martin Sedlacek, der uns nochmal die Einordnung aus der Kommentatorenbox gibt. Und die ist nicht ganz so schön gelegen wie bei dir oben, Luki. Also der Blick ist ja wirklich, da kann man neidisch werden. Ich habe einen ganz anderen Blick und ich kann euch verraten, ich habe jetzt schon die Busse hier vorbeifahren sehen. Also sie sind gleich da und zwar beide Mannschaften. Du hast gerade eben das Zahlenspiel angerissen. Die Bayern zum 11. Mal in Folge deutscher Meister, also die Herren. Ja, und die Frauen, die haben sich gesagt, die 11. machen wir heute auf dem Platz perfekt. 11:1 gegen Potsdam. Das ist gleich mal ein Rekordsieg. Ja, passt alles. Und dann wurde jetzt auch noch auf dem Campus gefeiert. Und da werden wir euch auch nochmal alles zeigen. Und natürlich hier die ganzen Impressionen mitnehmen. Ja, da haben wir sie schon, die Bilder. Also, unser Männerteam hat sich natürlich nicht nehmen lassen, das Spiel heute am Campus zu verfolgen, den Meistermatchball unserer Frauen. Und dann ging es von dort ab hierher zum Marienplatz, wo die Fans schon so lange warten. Und das sei auch nochmal gesagt. Also, das ist heute eine richtig, richtig starke Kulisse, die jetzt wartet. Und dann geht die Meisterparty los. Und ich glaube, der Wettergott, der hat sich heute auch nicht nehmen lassen, rotes Gewand anzuziehen. Ja, Kaiserwetter, endlich mal. Also passt heute alles. Kommt alles wunderbar zusammen. Und wie die Frauen gefeiert haben, das sind ganz, ganz taufrische Bilder vom Campus. Ja, da seht ihr es. 5. Meisterschaft in Folge. Am vergangenen Spieltag, da gab es ein Unentschieden, aber umso schöner dieses Wochenende. Gestern die Herren, heute die Frauen, nochmal ein knackiges 11:1. Und dann wurde jetzt auch noch am Campus gefeiert mit unseren Herren. Die haben übrigens Spalier gebildet. Aber unsere Frauen haben es sich auch nicht nehmen lassen. Keine Sorge, die kommen genauso wie die Männer in Tracht. Also hier sehen wir Manuel Neuer und Co. Und auch unsere Frauen, die haben sich in schicke Dirndl geworfen. Also ihr seht, sie sind da. Es ist nur noch eine ganz kurze Zeit. Und dann ja, kommen sie auf den Balkon und dann Bühne frei für den Doppelmeister. FC Bayern 2022-23, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Ich habe versucht reinzuhören, ob man da was raushören kann. Nee, für Thomas Tuchel im Übrigen die erste deutsche Meisterschaft. Jetzt kann man sich fragen, warum hat unser Cheftrainer eine Sonnenbrille an? Aber gute Laune auch bei Thomas Tuchel. Und wie es sein muss, alle in der Fashion-Lederhosen. Ciao Cancelo, gestern 29 Jahre jung geworden, heute die Geburtstagsfeier mit dem Pickepacke vollen Marienplatz. Fonzie Davis, Sadio Mané, auch für ihn die erste Meisterschaft und ebenso für Mathis Tell, der bringt die Schale. Macht da ganz staatsmännisch. 18 Jahre jung, erste deutsche Meisterschaft, das kann sich sehen lassen. Für Thomas Müller ist es im Übrigen die 12. Meisterschaft. Also wenn es sowas wie Meisterringe geben würde, gibt es ja in den USA in diversen Sportarten, dann hätte der Müller-Thomas ja, alle 10 Finger voll und dann könnte er sich noch 2 ums Handgelenk drum schnallen. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen
Und so schaut's bei unseren Frauen aus. Ja, frisch geduscht in Fashion Dirndl und dann ab vom Campus hierher. Mit der entsprechenden Partymugge, darf und muss auch mal sein. Also, das ganz frische Bilder aus dem Bus der Bayern-Frauen. Und da, wo ich sitze, verrate ich euch nicht, wo. Ja, da sehe ich jetzt die nächsten Busse schon ankommen. Also, es dauert natürlich, wenn man zwei Meisterteams hierher fahren darf. Serge Gnabry, Joshua Kimmich. Ja, wird gleich aus dem Haus kommen. Ja, meinst du? Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Also auch die Frauen sind da und das, was vor uns allen liegt, ist gleich der Balkon. Zwei Meisterteams, ein Balkon in der schönsten Stadt der Welt in München. Unser Oberbürgermeister ist natürlich auch da. Dieter Reiter. Ja, eigentlich da oben genau so ein Stammgast, weil er ja Gastgeber ist, wie unser Müller Thomas. Ich habe es vorhin schon angerissen. 12. Schale für TM25. Wie hat er gestern die Szene von Jamal Musiala in der 89. Minute beschrieben? Es war wie ein Stromschlag. Ich glaube, das war für uns alle ein Moment, den man so schnell nicht vergisst. Wir sind ja bei Schnapszahlen heute unterwegs. Die 11 ist gefallen. 22 Bundesligaspielzeiten in Folge konnte der Zweite den Ersten nicht mehr am letzten Spieltag abfangen. Tja, dann kamen die Bayern. Die waren auch die Mannschaft, die es das letzte Mal geschafft hat. 2000 damals. Ja, man vergisst es nicht. Leverkusen in Unterhaching. Und jetzt 2023. Wieder die Bayern, die 89. Minute in Köln und da kam
Jamal Musiala. Und das, was er machte, das hatte wahrlich viel, viel Meisterliches. Unfassbar. Und natürlich an dieser Stelle auch nochmal ein Dank an die Mainzer. Auch wenn unser Trainer Thomas Tuchel ja gemeint hat, ja, den Mainzern haben wir unser Geschenk schon vor gut 4 Wochen dagelassen, als die Bayern in Mainz verloren. Aber nochmal Chapeau, Hut ab, dass der FSV so eine Leistung in Dortmund hingelegt hat. Und auch ganz klar sportlicher Respekt vor Borussia Dortmund, die auch eine fantastische Rückrunde gespielt haben. Und die das ermöglicht haben, was sich viele, viele Fußballfans gewünscht haben. Spannung bis zum Ende durch meine rote Brille, die ich so gern aufhab, sage ich, so ein Ende stelle ich mir natürlich dann sehr, sehr gerne vor. Die anderen, die es nicht so mit dem FC Bayern halten, die mögen mir es nachsehen. So, jetzt springen wir wieder auf den Balkon zu Lukas bei mir, Strickner, die Meisterin, die Meisterkapitänin. Lina Magul ist bei mir. Lina, herzlichen Glückwunsch erstmal zur deutschen Meisterschaft. Wie fühlt sich's an? Sehr gut, ja. Also es ist einer meiner schönsten Tage im Leben, im Fußballleben. Von daher sorgen wir das alle gerade auf, genießen es sehr. Vor allem jetzt hier auf dem Marienplatz sind, glaube ich, sehr, sehr viele Leute da, zusammen mit den Meiern, mit den Männern, Entschuldigung. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon getrunken. Völlig zu Recht, völlig zu Recht. Nee, deswegen, wir sind alle unheimlich happy, einfach, dass wir es heute so souverän zu Ende gebracht haben und dann zusammen jetzt einfach die Meisterschaft feiern können. Sehr schön, da wollen wir dich jetzt auch gleich entlassen, weil es gibt ein bisschen Stress. Ich glaube, alle sind schon oben, du musst jetzt auch noch rum. Alles ist immer stressig, schau raus, jetzt. Es ist schön, das okay, kann ich dir danke. Empfehlen. Danke, Lina. Ja, Lukas Strickner mit Lina Magul, unser rasender Reporter vorne auf dem Balkon, jetzt im Treppenhaus, den kannst du überall hinschicken. Oh, interessante Becherkonstruktion, wenn ihr es sehen könnt. Trinkfest. Und ihr seht es aus dieser Perspektive, der Marienplatz gut gefüllt und dahinter sind auch noch jede Menge Leute. Also, dann dauert es noch ein paar Minuten, bis der Ehrungsakt vollzogen ist. Und dann kommen Sie mitsamt Stefan Lehmann wieder in voller Montur. Die Frauen und die Männer als amtierende deutsche Meister hier auf den Rathausbalkon. Zu euch, zu den Fans! Liebe Bayern, liebe Spielerinnen, liebe Spieler, liebes Präsidium, liebe Vorstand. Schön, also vielleicht habt ihr es ja mithören können, während jetzt die Frauen und die Männer noch drin sind, bevor sie auf den Balkon kommen, schauen wir, was sich vor eineinhalb Stunden am Campus abgespielt hat nach diesem Rekordsieg, nach dem 11:1 gegen Turbine Potsdam, da war die Doppelmeisterschaft dann perfekt unter Dach und Fach gebracht. Auch die Frauen sind deutscher Meister. Und dann gab es auch hier kein Halten mehr.
das Feiern mit und vor den eigenen Fans. Karin Danner ist und war es ein ganz, ganz besonderer Tag zum Abschied einer langen und einzigartigen Karriere und übrigens auch auf den Plattformen vom FC Bayern nochmal einen Rückblick über sie anschauen. Großartigen Dankeschön an die Frauen. Wir haben es uns halt wirklich leicht. Und vom Campus praktisch wieder der Sprung rüber hier zum Marienplatz. Die beiden Mannschaften sind noch immer im Stadtrat, wo unser Oberbürgermeister Dieter Reiter, auch in Roter, vollkommen zurecht, eine Rede hält. Wir möglicherweise auch noch mal einen Blick reinwerfen werden und dann hat das Warten tatsächlich und wirklich ein Ende. Das war ein 11:1 und das hat mich zum überragenden Bayern-Fan gemacht. Damals Tore geschossen von Uli Hoeneß und Gerd Müller. So wie ich es gerade raushöre, ja, 11:1 das Ergebnis. Rekordsieg der Frauen, da war doch mal was, ja. Auch Rekordsieg der Männer. Anfang der 70er Jahre, damals im Grünwalder Stadion, damals gegen eine Mannschaft, die schwarz-gelbe Trikots trägt. 11:1 im November 71 gegen Borussia Dortmund auf die Frauen heute mit dem 11:1 gegen Turbine Potsdam. So, und jetzt der Blick also rein in den Stadtrat. Und wir lauschen mal, was unser Präsident Herbert Heiner zu sagen hat. Ich mache es auch ganz kurz, denn draußen warten etwa 20.000 Menschen, die die beiden Teams begrüßen und bejubeln wollen. Aber eins oder zwei Dinge muss ich loswerden. Zunächst mal möchte ich der Frauenmannschaft ganz, ganz herzlich gratulieren. Es war toll, was sie die ganze Saison abgeliefert hat. Super. Ich bin als Präsident so stolz auf euch, was ihr geleistet habt, das ist echt toll. Den Männern habe ich schon oft genug gratuliert, die wissen selber, wie gut sie sind. Zum Abschluss möchte ich zunächst mal Ihnen, liebe Stadträte und vor allem dir, lieber Dieter, ganz, ganz herzlich danken für die Unterstützung der Stadt München, die wir bekommen, ja aus, ja ein. Ja, da darf auch gerne applaudiert werden. Denn wir wissen genau, ohne die Stadt wäre es nicht möglich, was der FC Bayern leistet. Ich hoffe, wir zahlen in barer Münze zurück mit den Bildern, die heute um die Welt gegangen sind. Vor allem, wenn ich daran denke, am Campus, als die Männer spalier gestanden sind und die Frauen durchmarschiert sind. Das sind Bilder, die um die ganze Welt gehen und die machen uns als FC Bayern stolz. Und ich hoffe, dich und München auch. Zum Abschluss, meine Damen, wir dürfen gerne. Zum Abschluss möchte ich noch was nachholen. Du hast gerade dem Schamal zum Geburtstag gratuliert, auch wenn wir beide gestern 10 Jahre älter geworden sind, zumindest vom Aussehen. Der Dieter Reiter hat vor einer Woche Geburtstag gehabt und ist 65 Jahre alt geworden. Dieter, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Also, soweit der Blick rein in den Stadtrat. Die Herren sind ja etwa 24 Stunden vor den Frauen Meister geworden, sind auch gestern aus Köln wieder zurückgekommen. Ja, da war schon jede Menge unterwegs, Party angesagt. Am Abend gab es dann auch noch eine Feier hier in München. Und auch davon haben wir die besten Impressionen für euch zusammengetragen. Und auch das können wir euch gerne zeigen, um jetzt dann noch die kurze Zeit zu überbrücken, bis beide Teams auf dem Balkon sind. Also, die haben schon den richtigen Partymarathon hinter sich. Unsere Herren, die Frauen, die starten jetzt praktisch mit dem Balkonbesuch. Es dauert nicht mehr lang, bis das Ganze hier seinen Siedepunkt erreicht. Und gleich sind sie dann tatsächlich draußen. Die Frauen und die Männer, die haben ja schon mal gemeinsam gefeiert auf dem Balkon. Das war eine super Veranstaltung. Und ich bin mir sicher, das wird auch gleich nochmal in Richtung richtig stimmungsvoller Act, den die Fans hier zu sehen bekommen. Und weil wir die Zeit dafür haben, schauen wir auch gerne nochmal, was vor dieser Heimreise unserer Herren passiert ist, nämlich direkt im Stadion in Köln nach Abpfiff. Da brachen alle Bänder. Gut. Das ist überragend. Das ist überragend. Fonsi! Fonsi! Ein unglaublich Gefühl. Natürlich hast du eine kleine Chance, dass du gewinnst. Das Wichtigste für uns war, dass wir unser Spiel gewinnen. Aber das dann 1-1, 80. Minute, dann bist du komplett tot. Und dann danach Jamal mit der 2-1. Ein unglaublich Gefühl, ich bin so froh. Und ja, die erste, das ist immer sehr schön.
So, und jetzt haben wir ganz einen ganz besonderen Gast, bevor es rausgeht auf den Rathausbalkon. Jamal Musiala, der Siegtorschütze, ist bei mir. Jamal, wie fühlst du dich heute, einen Tag nachher? Schon ein bisschen verarbeitet? Ja, bisschen müde, aber ja, richtig toll. So, wir haben sie nach dem Spiel gestern und wie die ganze Season war, noch, dass wir die Meisterschaft noch gewonnen könnten, ist einfach ein super Gefühl. Und ja, dass wir bis zum Ende gekämpft haben, macht es noch besser. Jetzt bist du ja sehr verhalten. Gestern wurde ein bisschen gefeiert, wie du schon sagst. Wahrscheinlich ein bisschen müde, aber für dich ja ein ganz besonderes Spiel mit dem Siegtor. Sowas vergisst man nicht mehr, oder? Ja, ich glaube, den Moment wird mein ganzes Leben da sein. Und bin dankbar, dass wir für den Tor. Und ich hoffentlich gibt es da noch viele Momente, wo ich hier Tore schießen kann und zum Titel helfen kann. Das hoffen wir auch. Jetzt erstmal raus auf dem Rathausbalkon zu den Fans. Danke, Jamal. Ciao, ciao. Danke dir. Unser Meisterschafts-Zaubertorschütze Jamal Musiala. Und auch immer wieder, wenn ich dran denke, bei diesem Treffer, dieser erste Ballkontakt, wie er den Ball rübergesaugt hat, unfassbar gut. Also das ist wirklich ein Moment, an dem wird man noch lange, lange Zeit zurückdenken. Vergleichbar mit Patrick Anderssons Freistoß 2001 in Hamburg. Kaiserwetter über der Landeshauptstadt. Julia Quinn ist bei mir. Sie hat beide Hände voll. In der einen Hand ein Mikrofon und in der anderen Hand die Leberkäse. Julia, vielen Dank, dass du dir trotzdem kurz Zeit nimmst. Ich hoffe, sie schmeckt. Schmeckt überragend, ja, danke. Brauchst du ein bisschen Kraft jetzt nach der vielleicht kräftezehrenden Nacht, ein bisschen gefeiert? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das ein oder andere Getränk wurde auch schon getrunken. Deswegen ist, glaube ich, das Essen auch, darf nicht zu kurz kommen. Haben schon gut gefeiert im Bus, aber heute Abend geht es hoffentlich noch intensiver weiter. Genau, da korrigiere ich mich natürlich. Im Bus habt ihr gefeiert und nicht die Nacht. Die Männer sind ja gestern schon Meister geworden, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Oder vielleicht schaut mal sowas zusammen. Wie ist das abgelaufen bei euch? Ja, ein paar haben es zusammengeschaut. Sie kann sich gar nicht retten vor Verpflegung. Es ist nicht nur die Semmel, jetzt kommt auch noch das Bier, Julie. So viel Zeit muss sein. Alles gut, danke. Ihr habt zusammengeschaut, ich nehme den Ball nochmal auf. Ja, also halt mit ein paar zusammen. Ich glaube, die Konferenz war im Allgemeinen sehr, sehr spannend, aber natürlich das beste Ende für Bayern. Da freut man sich umso mehr auf den Tag heute auch. Julie, lass uns nochmal über deine persönliche Situation sprechen. Du warst jetzt längere Zeit verletzt, machst jetzt schon wieder die ersten Fortschritte am Ball. Wie geht's dir aktuell? Sehr, sehr gut. Also ich bin fertig mit der Reha, darf endlich wieder mit der Mannschaft trainieren. Bis jetzt nur Teile, aber immerhin wieder im Kreise der Mannschaft. Und jetzt ist ja leider die Sommerpause, aber wir schauen mal, was in den nächsten Wochen dann kommt. Du wirst sie sicher nutzen und dann freuen wir uns auf dein Comeback. Jetzt erstmal viel Spaß. Danke, Dankeschön. Julie. Merci. Danke dir. Der Countdown läuft. Tja, manchmal spielt die Technik so einen kleinen Streich. Ich konnte tatsächlich leider nicht hören das Gespräch zwischen Julia Quinn und Lukas Strickner. Aber es sah launig aus. Und sah auch lecker aus. Und jetzt ist Jan Sommer bei uns, der Schlussmann, der gestern sicher auch noch mal ein aufregendes Spiel hatte. Jan, wie ist es jetzt mit so ein bisschen Abstand? Hat man schon alles verarbeitet, was da gestern passiert ist an diesem verrückten Spieltag? Boah, ich freue mich einfach riesig. Hat viel Nerven gekostet, dieses halbe Jahr. Ja, unfassbar viel Spannung drin gewesen bis zum Schluss. Und das macht ja am Schluss so eine richtig gute Meisterschaft aus. Ich freue mich einfach riesig. Jetzt bist du natürlich das erste Mal mit dem FC Bayern München Meister geworden. Hast jetzt die Feierlichkeiten ein bisschen mitbekommen. Muss mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wer ist die größte Partykanone hier im Team? Boah, wir haben ganz viele, muss ich sagen. Auch ich war ganz gut dabei. Sehr gut. Nee, ist ja klar. Ich meine, wie gesagt, hat viel Energie gekostet, viele Nerven. Und wenn man dann am Schluss so letzten Sekunden Meister wird, ja, dann muss man das auch ordentlich feiern. Und das haben wir gemacht.
Du siehst auf jeden Fall noch fit aus, hast noch ein bisschen Kraft zum Feiern, glaube ich, ist gut so. Das werde ich noch haben, ja. Da komm ich hin. Super, danke dir. Sehr gerne. Danke dir. Ja, immer diese diplomatischen Antworten. Wir haben viele Feierkanonen. Da wollten wir natürlich gerne für euch die Namen rauskriegen. Tja, da hat er sich gut aus der Affäre gezogen. Unser Jan Sommer, einer derjenigen Spieler aus unserem Männerkader, für die es die erste Meisterschaft war. Also was ganz, ganz Besonderes. Beispielsweise neben Mathis Tell oder Matthijs De Ligt. The show is about to begin. Da sind wir wieder! Wir sind der FC Bayern München. Und ihr seid die besten Fans der Welt. Es ist der Wahnsinn. An diesem wunderschönen Sonntagabend in der bayerischen Landeshauptstadt München. Der Marienplatz ist voll. Ihr seid Wahnsinn. Danke! Danke, die Fans des FC Bayern München. Servus miteinander. Es war eine kurze Nacht. Es waren bewegte Stunden. Es ist ein denkwürdiges Wochenende. Der FC Bayern München, deutscher Meister 2023 bei den Männern und bei den Frauen doppelt gewoppelt. Wollt ihr die Meisterinnen und Meister sehen? Ich kann euch nicht hören. Wollt ihr die Bayern sehen? Here we go. Freunde, deutscher Fußballmeister 2023. Und jetzt hole ich sie für euch raus. Schön paarweise. Wir haben das Buntstuch gemixt. Jawohl, wir sind bereit, gerade eben. Dann bitte.
euren herzlichen Applaus für Cecilia Runersdott hier und Johannes Schenk. Hey, sehr schön. Weiter geht's mit Arjon Ibrahimovic, mit Paul Banner und Buna Saar vom FC Bayern. Deutsche Meisterin und deutscher Meister auch, Emily Brabsat und Jaylee Blind. Emily, lass dir Zeit. Emily ist verletzt. Nächste, Ivana Rudinic und Maestro Stanisic. Hey. Josic. Dann immer Stützpfeiler für das Tor, sowohl Laura Benkart als auch Sven Ulle Ulreich. Deutsche Meisterin Tainara und João Cancelo. Da steht sie bereits. Das ist sie jetzt, da schau her, Lea Schüller und Erich Maxim Choupo-Moting. Choupo. Deutsche Meister 2023, Emilie Laurent und Mathis Tell. Jetzt drei aus der Männerriege des FC Bayern. Nein, gleich, um Gottes Willen. Die Franziska Kett kommt natürlich mit raus mit Ryan Grafenberg und Nusair Masraoui. Großen Anteil haben die beiden an den Meisterschaften für ihre Mannschaften, denn sie haben ihre Tore dann doch sauber gehalten. Maria Luisa Groß und Jan Sommer. Einen Riesenapplaus jetzt und hier für Sidney Lohmann und den Siegtorschützen gestern in der 89. Minute in Köln, Jamal Musiala. Deutsche Meisterin 2023, Clara Bühl, begleitet von sehr
Stützpfeiler in ihren Mannschaften. Applaus für Caroline Simon und Leroy Sané! Alles Gute! Sie wird die FC Bayern Frauen verlassen. Die hat sie heute schon verabschiedet im Campus. Aber was hat sie für tolle Leistungen gezeigt für unsere Frauen? Jetzt ist sie wieder deutsche Meisterin geworden. Saki Kumagai, begleitet von Dayo Upamecano. Liebe Bayern, euer Applaus bitte jetzt und hier für Julia Quinn und Alfonso Davis. Herrliches Bild immer, natürlich alle in bayerischer Tracht, in Dirndl oder mit der Krachrädernen. Bitte schön, hier sind Lodis Wiegerstott hier und Lukas Hernandez. Die deutsche Meisterin Tuba Hansen und den deutschen Meister Benjamin Pavard. Unsere Schützpfeiler jeweils im Mittelfeld, Linda Wallmann und Leon Goretzka. Euer Applaus bitte jetzt und hier für Carolina Wilhelmsdottir und Matthijs de Ligt. Auch heute wieder gezeigt, was sie für eine klasse Stürmerin ist. Bei diesem Irrsinns 11:1-Sieg heute gegen Turbine Potsdam. Applaus für Jovana Damjanovic und Kingsley Coman! Tolles Tor gestern in Köln zur 1:0-Führung. The King! Und was sind wir stolz, dass sie bei den FC Bayern Frauen spielt. Eine echte Perle, eine echte Verstärkung. Und auch den Mann, der sie begleitet, den kennen die alle. Hier sind Georgia Stanway und Joshua Kimmich. Beiden Mannschaften jeweils nicht wegzudenken. Glückwunsch, deutsche Meisterin 2023, Sarah Sabrasil und the one and only Thomas Müller! Für die Chefs,
die Kapitänin der Frauen und unser Captain. Euer Applaus für Lina Magul und Manuel Neuer. Mit den Schallen, ja! Und natürlich die Männer und Frauen. Oh. So, Freunde, die Männer und Frauen, die tagtäglich mit den Mannschaften arbeiten, sind natürlich auch deutsche Meister. Deswegen jetzt sind hier für euch Jerome Reisacher, der Marco Knirsch, Hamid Masum Beggi und Michael Netolitzki. Kommt raus, Jungs. Auch ihr seid deutsche Meister. Und das Trainerteam von den Männern Anthony Berry, Arno Michels, John Löw, Holger Breusch und unser Torwarttrainer Michael Rechner. Jetzt wird's eng auf euch wohnen. Mit den Frauen des FC Bayern zum fünften Mal diese deutsche Meisterschaft eingefahren. Hier ist der Chefcoach Alexander Strauß, hier ist Bianca Rech und auch die einmalige Karin Danner, die so viel getan hat für den Frauenfußball beim FC Bayern. Glückwunsch auch an euch! Und auch sie freut sich über diesen Meistertitel an diesem verrückten Wochenende. Euer Applaus für den Cheftrainer Thomas Tuchel und Branko Hasan Salihamidžić. Seine Saison, sein Titel. So, damit wir dann noch wirklich vollzählig sind, Herr Präsident, darf ich Sie bitten, du stehst ja schon da, Herbert Heiner, bitteschön, dann Jan-Christian Dresen, bitte, auch Andreas Jung, der Vorstand des FC Bayern ist da, auch ihr bitte auf den Balkon. Und da freuen wir uns natürlich, denn immerhin ist unser Gastgeber hier. Es ist einfach herrlich, wir sind so gern da. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, dankeschön, jetzt kommt erst einmal her. Und jetzt feiern wir mit der Mannschaft.
So, und jetzt haben wir eine der Verantwortlichen für die fünfte deutsche Meisterschaft der FC Bayern Frauen hier. Die neue, seit April neue Abteilungsleiterin beim FC Bayern für Frauenfußball, Bianca Recht. Jay, servus. Das ist dein Spitzname. Servus. Schön, dass du da bist. Wie fühlt es sich jetzt an, hier oben zu stehen? Die Party ist gut, oder? Ja, unglaubliches Gefühl und ja, einfach großartig. So viele Fans und dass wir hier gemeinsam hier oben stehen dürfen, unglaublich. Lass uns nochmal über das heutige Ergebnis sprechen, weil ich glaube, das hat schon nochmal auch eine extra Fußnote verdient. 11:1 und das ist damit auch der höchste Sieg in der Geschichte des FC Bayern Frauenfußball. Das ist schon eine Sensation. Ja, verrückt. Wir haben relativ früh das 1-0 erzielt und das war so ein bisschen der Dosenöffner. Die Mädels haben das unglaublich gut gemacht heute. Dass es dann am Ende 11:1 steht, ja, wahnsinnig. Es ist ja doch auch dann ja, eine turbulente Saison gewesen. Eigentlich hat man vielleicht letzte Woche schon ein bisschen damit gerechnet. Dann gab es nur das Unentschieden, jetzt dann dieser Kantersieg. Was macht das mit dir in dieser neuen Position jetzt auch gefühlstechnisch? Ja, es war ein Auf und Ab in den letzten 7 Tagen. Aber uns war klar, wenn wir zu Hause spielen, wir haben die ganze Saison unglaublich gute Spiele zu Hause absolviert. Und ja, das Gefühl war immer da, dass wir das zu Hause auf jeden Fall rocken. Das ist die Hauptsache und jetzt habt ihr euch eine Feier verdient. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute, merci. We keep on fighting till the end. Hinten wird die Ente fit, oder? Mein Gott, neben mir, ihr kennt ihn alle, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dieter, ja, wir stehen ja nicht zum ersten Mal da. Aber ich glaube, dieses Jahr war es besonders spannend. Ja? Yeah. Hey! Hey! Servus, servus liebe Bayern-Fans. Ich könnte jetzt sagen, alles Gleiche wie jedes Jahr, aber ganz ehrlich, so war es nicht. Dieses Wahnsinnswochenende, in dem die deutsche Fußballmeisterschaft bei den Frauen und bei den Männern am letzten Wochenende, am letzten Tag entschieden wurde, sowas habe ich eigentlich schon lange nicht mehr erlebt, seit 2001 nicht mehr. Ich denke, es ist absolut gut, wenn man am Schluss sagen kann, nachdem die Meisterschaft entschieden wird, deutscher Meister bei den Frauen und bei den Männern, FC Bayern München! Ja! Yeah. Ja! Yeah. Mehr gibt es auch gar nicht zu sagen! Nein! Toll! Gratuliere euch allen! Gratulation! Super! Darf ich ganz kurz, Dieter, dürfen wir vielleicht ganz kurz einen Herbert Heiner zu uns bitten, den Präsidenten des FC Bayern, Herbert. Und auch Jan-Christian Dresen, kommt doch kurz zu uns, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, allein von der Statik, weil wir sagen, ein bisschen mehr ist unbedenklich, oder? Ist unbedenklich. Brutaler Wahnsinn. Ihr seid irre, Wahnsinn, toll. Lasst doch mal schnell den Präsidenten durch, bitteschön. Herbert! Lasst doch mal schnell den Präsidenten durch. Nur der FCB. Herbert Heiner, Präsident des FC Bayern München. Ein, kann ich so sagen, denkwürdiges Wochenende. Ja, was für ein Wochenende. Wenn man sich das vorstellt, dass wir heute mit beiden Mannschaften hier am Balkon stehen. Gestern das Herzschlagfinale in Köln. Heute der grandiose Sieg der Frauen. Das ist einfach ein Traum. Das macht als Präsidenten und uns alle beim FC Bayern ganz stolz. Aber am meisten freut es mich für euch, denn ihr seid die Fans des FC Bayern München. Ihr seid der FC Bayern München. Eine besondere Meisterschaft. Jan-Christian Dresen, natürlich alle mehr. Die Meldungen haben sich überschlagen in den letzten Stunden. Du warst 10 Jahre Finanzvorstand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, jetzt Vorstandsvorsitzender.
und dann gleich sowas, die doppelte Meisterschaft. So kann es weitergehen, oder? Da hast du mir das Wort aus dem Mund genommen. So kann es weitergehen. Dieser Moment gehört beiden Mannschaften. Das ist ein absolut irres Gefühl. Gestern diese Herzschlagmeisterschaft von den Männern, heute der überragende Sieg der Frauen. Und das mit euch hier. Viele von euch kenne ich. Deswegen, ihr seid die besten Fans der Welt. Mit euch geht es immer weiter. Und deswegen alles Liebe und Danke. Es ist auch euer Triumph. Dankeschön. Freut euch alle mit. Und dann lassen wir es einfach krachen. Ihr seid echter Wahnsinn. Extra hierher gekommen. Nach München. Wo ist denn? Georgia. Georgia, please. Und Herren, Ladies and Gentlemen, eine großartige Fußballspielerin. Wir sind so froh, dass wir sie haben. Georgia Stanway, there is a congratulations, Georgia, German champion. And I know your favorite song. We all know your favorite song. And I would like you to sing it for us. Is it okay? A song called Sweet Caroline, ladies and gentlemen. Lead vocal. No, if you want. Just if you want. Just kidding. Yeah, you can do it? Okay. Das ist doch der Hammer, alle gesungen, als du zu uns gekommen bist. Und auch bei den Frauen, immer bei euren Siegen, läuft dieser Song. Hier ist er. Kennen wir alle. Okay, Stefan. Ja. Lina,
Kapitänin der Frauenmannschaft des FC Bayern München. So eine Saison ist lang. Wer am Schluss vorne steht, hat es verdient. Ihr habt das großartig durchgezogen. Nach dem Heimsieg gegen Wolfsburg dann auch wirklich die Tabellenführung nicht mehr hergegeben. Was bedeutet das für dich, der fünfte Titel für den FC Bayern insgesamt? Ja, unheimlich viel. Ich glaube, für uns alle ist das einfach der ehrlichste Titel. Und wir sind wirklich wahnsinnig froh. Nach dem Sieg gegen Wolfsburg wüssten wir einfach, das wird unsere Meisterschaft. Und jetzt hier zu stehen, ist wirklich, für mich persönlich geht ein Traum in Erfüllung, so viele Menschen hier zu sehen. Ich glaube, für viele andere Mädels hier ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ja, Gänsehaut überall. Und ich hoffe, wir können euch damit auch ein bisschen was zurückgeben, weil ja, wir sind so angewiesen auf die Fans, auf die Familien, auf die Freunde. Und von daher danke euch vielmals und lasst uns weiterhin einen schönen Abend zusammen haben. Lina Wagol, tolle Fußballerin. Und Lina, wie gesagt, das ist ja auch eine Wertschätzung für euch. Ich denke jetzt auch an das Weltmeisterschaftsturnier im Sommer natürlich. Es wird nochmal einen Schub geben und dann geht ihr in die neue Saison. Wer weiß, was da passiert. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück. Bleibt jetzt alle gesund. Jetzt ist der Cheftrainer bei uns, Thomas Tuchel, auf dem Meisterbalkon. Das erste Mal in München auf dem Meisterbalkon. Wie fühlt es sich an? Ja, gut. Sehr, sehr, sehr gut. Vor allem, weil es schwer zu planen war und ein bisschen unerwartet kommt. Deshalb umso besser. Es ist natürlich unser Wunsch, unsere Pflicht, auch immer um den Titel zu spielen und die Meisterschaft zu holen. Und ja, es waren ein paar dramatische Wendungen drin, aber wir hatten das glücklichere Ende auf unserer Seite. Thomas, jetzt hast du die Brille gerade in Unterhalt genommen. Vorher wurde ein bisschen gerätselt. Du hattest ja auch, war die Partynacht so wild oder war es aus rein modischen Zwecken? Ja, war aus. Nee, aus modischen Zwecken. Es war lang gestern und die Sonne war ein bisschen grell. Wir haben vorher die Damen angeschaut bei ihrem sensationellen Sieg und dem Gewinn der Meisterschaft, auch in der Sonne am Campus. Und ja, ich werde langsam müde, weil Schlaf war sehr wenig. Jetzt vielleicht dann in den nächsten Wochen ein bisschen Zeit zumindest zum Erholen, aber da steht auch natürlich auf dem Programm die Vorbereitung auf die neue Saison. Die wird sicher sehr intensiv. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wie jetzt die nächsten Wochen an der Säbener Straße ablaufen werden? Für mich persönlich? Ich werde zuerst mal 2-3 Wochen da sein und versuchen, die Sachen, die wir schon auf den Weg gebracht haben und die Ideen, die wir entwickelt haben, auch nochmal neu zu präsentieren und neu zu implementieren. Weil ja mit Grazio und Olli zwei wesentliche Ansprechpartner dann gar nicht mehr da sind. Und deshalb müssen wir da jetzt sehr, sehr schnell eine neue Struktur finden und uns in der Struktur da auch zurechtfinden, damit wir die Sachen auf den Weg bringen, die unserer Meinung nach nötig sind, um stabiler, attraktiver Fußball zu spielen. Und dann hoffe ich, dass ich noch 1-2 Wochen Ruhe finde außerhalb von München. Und dann 13.07. kommt die Mannschaft. Ich komme ein paar Tage vorher, um im Sommer durchzustarten. Wir wollen schon noch mal richtig anschieben, uns weiterzuentwickeln, konstanter zu spielen und uns das Ganze auf ein neues Level zu heben. Das haben wir auf jeden Fall vor und da fühlen wir uns auch dann bereit dazu und dann müssen wir die Zeit jetzt gut nutzen. Einiges auf dem Programm und hoffentlich auch genug Zeit, um das Ganze hier nochmal zu genießen und zu verarbeiten. Ja, heute ist das nur zum Genießen. Sehr gut. Vielen Dank, Thomas Tuchel. Merci. Mikro an für Thomas Müller. Ja, ganz gut. Ganz gut. Ja, ist gut. Können wir gleich noch feiern. Wir müssen Danke sagen und zwar aus einem speziellen Grund, nicht diese klassischen Danksagungen, obwohl keiner was geleistet hat und bla bla bla, sondern was ich feststellen habe in dieser Rückrunde und es war chaotisch, es war auch manchmal etwas negativ. Wir haben im eigenen Stadion im DFB-Pokal verloren, ausgeschieden. Wir haben letzte Woche gegen Leipzig verloren im eigenen Stadion. Es gäbe Gründe, auch mal zu pfeifen. Aber was ich gespürt habe, ist im Stadion, vor allem natürlich in den Kurven, von euch die absolute Unterstützung. Ihr habt uns immer weiter gepeitscht, ihr habt uns nach vorne gepeitscht. Und ja, stimmt tatsächlich. Ja, das sind natürlich easy Lorbeeren, die ich mir gerade geholt habe. Danke.
Und was ich sagen wollte, es lohnt sich. Es lohnt sich, auch in schwierigen Zeiten zu pushen. Wir können analysieren, wenn es vorbei ist. Und ich glaube, da haben wir auch einiges vor uns, auch als Gesamtverein. Aber es lohnt sich, auch nach negativen Ereignissen weiter zusammenzustehen. Ich glaube, in der letzten Woche hat keiner einen Pfifferling auf uns gesetzt, dass wir heute hier sind. Aber das interessiert mir äußern Scheißdreck. Meistersammer, Meistersammer, meine Damen und Herren. Auf geht's, Pavillon, komm los! Den Laden wieder Jetzt ist er da, Thomas Müller. Gerade noch die Ansprache am Marienplatz gehalten, jetzt hier bei uns. Thomas, ich stelle es jetzt einfach mal ganz vorne weg, die Frage, wie geht's dir? Wie fit bist du heute? Ja, körperlich ging es mir schon besser, aber emotional geht's super. Ich glaube, wenn man sieht, diese Wendung von der ganzen letzten Woche nach dem Leipzig-Spiel war ja schon... Die bajuwarische Welt, die Farben Rot und Weiß in tiefer Trauer, so ein bisschen. Da habe ich auch genug zu tun gehabt, da so ein bisschen wieder Lockerheit reinzubekommen, bei allem Verständnis für auch negative Dinge. Und dass wir heute hier stehen und feiern können, das hätte man natürlich ja, auch nicht wirklich geglaubt. Wir haben aber trotzdem uns die Chance gegeben. Jamal hat uns das Ding besorgt, er hat das Ding reingehämmert. Und dass Dortmund dann auch unentschieden spielt, mei. Ja, da steckst nicht drin, das musst du mitnehmen und es ist umso schöner. Du bist so ein ganz wahnsinniger Motivationsfaktor auch im Team. Du hattest dieses ganz berühmte Video vor dem Spiel, du hast es jetzt gerade auch wieder gesagt. Nicht aufhören, es lohnt sich dran zu glauben. Warum ist dir das so wichtig, da nochmal so einen Push anzugeben? Alles andere macht halt keinen Sinn. Also das ist eigentlich das Einzige. Hast doch schon eine Sonderstellung, hat man das Gefühl. Das stimmt, weil ich vielleicht einfach ein bisschen... versuche oder grundsätzlich bei meinem eigenen Leben auch versuche, mir das so schön und einfach wie möglich zu machen. Und viele Dinge, über die sich der Mensch Gedanken macht, die machen keinen Sinn. Und gerade über die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, zur Analyse ja, aber dass man sich da von Dingen runterziehen lässt, das ja, bringt halt nichts. In diesem Sinne, merkt euch was. Sehr gut. Thomas, eine allerletzte Frage muss ich dir aber noch stellen. Du standest schon so oft hier oben auf dem Meisterbalkon. Wird sich das irgendwann normal anfühlen oder ist es jedes Mal wieder ein sehr besonderes Gefühl? Also ich sag mal so, wenn du ab März oder April oder weiß nicht wann weißt, dass diese Meisterfeier irgendwann kommen wird, dann ist es für alle Beteiligten natürlich eher ein Termin. Aber das, was heute stattfindet mit dieser Wende, ich glaube, deswegen sieht man auch die Leute, die geht richtig ab. Und so fühlt es sich für uns auch an. Jetzt kommen wir natürlich auch gerade noch frisch von dem letzten Spiel der Damen. Die haben da kurz mal Turbine Potsdam aus dem Stadion gefegt, sind auch Meister geworden. Also, ja. Bayern Herz, was willst du mehr? Genau, FC Bayern, so schlecht stehen wir doch nicht da. Sehr gut, Thomas, viel Spaß beim Feiern. Danke dir, merci.
Meisterfeier der Frauen und der Männer des FC Bayern München. Freunde, gestern, es war ein Herzschlagfinale, muss man ehrlich sagen, das ging uns allen so. Ich habe mir gedacht, du musst halt einfach die Big Points machen. Und in der 89. Minute, meine Damen und Herren, das war auch in Wembley so. Ich will einfach, er mag das eigentlich nicht so im Mittelpunkt stehen. Aber das ist mir jetzt wurscht, er muss auch nichts sagen. Komm mal bitte zu mir. Jamal Musiala, komm mal hier in die Mitte. Komm, komm, komm. Wollt ihr schon mal sehen? Es ist einfach dein, du musst nichts sagen, Jamal, du musst nichts, wenn du möchtest. Jamal Musiala, gestern das Tor zur 11. Meisterschaft in Folge, zur 33. Und es werden noch viele Folgen, oder? Hat das, realisiert man sowas, Jamal? Wenn du dann den Ball bekommst, wenn du ihn annimmst, die Drehung und dann ziehst du ab, ja mei, geht er nein oder nicht? Was ist das für ein Gefühl, wenn er drin ist? Ja, ich habe die Worte nicht zu beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe. Es war ein wahnsinniger Moment und ich bin glücklich, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben. Danke, Jamal, danke. Und nicht zu vergessen, wo ist King eigentlich? Ist King auch noch da, bitte? Natürlich auch das sensationelle Tor von King Coman, das jetzt einfach nur im gestrigen Spiel, weil es halt drauf ankommt. Ich sag's nochmal, hinten wird die Ente fett und die Jungs haben einfach abgeliefert. Eine große Rede von Jamal Musiala. Ach, Laura, alles Gute. Saki, zwei Spielerinnen, die den FC Bayern verlassen werden, alles Gute. Caroline Simon sehe ich, die dunkle Sonnenbrille. Habt ihr es schon krachen lassen? Du hörst mich kaum, gell? Caro, komm schnell zu mir. Na, ja. Ja, liebe Leute. Caro, komm ganz kurz. Caroline Simon, Stützpfeiler bei den Frauen. Der Hallo, FC Bayern Family. Caro ist doch nicht so schlecht. Ein Sonntagabend und 20.000 Leute auf dem Münchner Marienplatz. Kann man so machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir hätten nicht gedacht, dass wir auch hier stehen dürfen. Deswegen, wir sind super happy, dass alle da sind. Es war ein super geiles Wochenende für den ganzen Verein. Und deswegen, ganz ehrlich, lasst uns heute richtig einen drauf machen. Ihr seid der Wahnsinn, wirklich. Von überall her gekommen. Wir wissen das sehr zu wertschätzen, ganz ehrlich. Und lassen wir es einfach krachen. Das ist, die dunkle Sonnenbrille ist Absicht, Caro. hast schon gut angefangen, ja. Nein, ehrlich, auch heute dann noch so ein 11:1-Sieg und so souverän deutsche Meisterinnen. Und das ist schon Chapeau. Dankeschön. Danke nochmal und großes Kompliment an euch alle. Und jetzt ist der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG bei mir, Jan-Christian Dresen. Hallo, Herr Dresen. Das Hallo. Erste Mal als Vorstandsvorsitzender jetzt hier auf dem Rathausbalkon. Ist es nochmal was anderes? Ja, in der neuen Funktion ist es was anderes. Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Und natürlich mit einer Doppelmeisterschaft ist es natürlich fantastisch. Es ist sehr viel passiert in den letzten 24, 48 Stunden. Natürlich auch sportlich einiges passiert. Kann man das alles in der Kürze der Zeit schon so richtig verarbeiten und dann auch genießen? Wie geht's Ihnen da? Also ich bin sehr, sehr froh, dass morgen Pfingstmontag ist. Und morgen werde ich mir den Tag nehmen, um das einfach mal Revue passieren zu lassen. Das war ja schon in Köln, war irre, wie man da auf diesen Rängen gelitten hat. Und natürlich dann heute nochmal bei den Frauen und dann meine persönliche Situation. Also morgen nehme ich mir den Tag frei und werde gemütlich mit meiner Frau das zu Hause genießen. Herr Dresen, ein Wort noch.
zu den besten Fans der Welt, die Bayern-Fans, die hier am Marienplatz wirklich Vollgas geben. Dieses Gefühl, was löst das in Ihnen aus, wenn man da runterschaut und dieses Rote Meer sieht? Das ist fantastisch, das ist der Lohn der Arbeit und eines ganzen Jahres. Und heute ist es mal wieder richtig voll und du merkst, dass alle auch Spaß haben zu kommen. Ist ja nicht so einfach, Pfingstsonntag, die Leute sind ja nicht unbedingt in der Stadt, aber sie kommen, um uns zu feiern und vor allem die Mannschaft zu feiern. Und heute ist es bumsvoll, bei bestem Wetter, so muss es sein. Das genießen wir. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. Das dürfen wir da einmal abnehmen, genau. Danke, Herr Dresen. Passt. Passt, oder? Und mit diesen letzten Impressionen und mit dem Interview mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen dürfen wir uns von dieser Position hier oben verabschieden. Ich übergebe aber gern nochmal und möchte euch nochmal auch diese Bilder sehr gerne ans Herz legen von den Bayern-Fans, die hier seid. In frühen Morgenstunden stehen, Gas geben, die Mannschaften feiern, die Männer sind Meister, die Frauen sind Meister, der FC Bayern ist mit allen Teams da, wo er hingehört, auf Platz 1 und das wollen wir heute einfach nur genießen. Das ist die Meisterfeier des FC Bayern München. Champions of the world.
Danke nochmal. Und liebe Bayern, danke nochmal an euch. Das war's. Jetzt legen wir uns unter das Sauerstoffzelt. Und bleibt dem FC Bayern treu. Kommt alle gut nach Hause. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.